Es ist soweit. Spanien gegen Italien. Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Spanien gegen Italien. Pedro. Das dürfte Einwurf geben. Chiellini. Montolivo. Rüber auf die andere Seite. Nee, so nicht. Und jetzt Soldado. Und jetzt Xavi. Barzali. Steht gut und ist zur Stelle. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Barzali. Holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Montolivo. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Ein Foul, ziemlich eindeutig. Er winkt abseits gegen Balotelli. Sergio Ramos. Den holt er sich. Iniesta. Und jetzt Pedro. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Chiellini. Stand gut, um dazwischen zu gehen. Montolivo. Und jetzt Giaccherini. Xavi. Starke Defensivaktion. Jetzt kann er noch mal draufhalten. Ganz misslungener Schuss. Ein sensationelles Dribbling. Das ist Dribbeln in höchster Vollendung. Vielleicht hat ihm ganz am Ende beim Abschluss etwas die Konzentration gefehlt. Und jetzt Soldado. Chiellini. Abate. De Rossi. Schön zurückerobert. Der Ball kommt durch. Fabregas. Er versucht ihn einzuspielen. Er versucht es mit der Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Und jetzt Xavi. An der Eckfahne. Gute Möglichkeit zu flanken. Das gibt Freistoß. Eine Freistoßchance. Bei diesem Spitzenwinkel wird es schwer, den direkt zu verwandeln. Der Ball kommt nicht an der Mauer vorbei. Der Ball ist über die Linie und das gibt Einwurf. Balotelli. Der Unparteiische bittet zur Pause. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. Ein torloses Remis nach Durchgang 1. Hoffen wir auf das ein oder andere Türchen in der zweiten Hälfte. Gut abgefangen. Marquisio. Und der Ball ist draußen.
Nochmal Einwurf. Marchisio, das sieht doch gut aus. Für dieses Foulspiel gibt es den Freistoß. Also da darf er sich nicht beklagen und da hat er sogar noch Glück, dass der Schiedsrichter diesen Zweikampf sehr britisch auslegt. Unter kontinentalen Gesichtspunkten sind Menschen für solche Aktionen auch schon vom Platz geflogen. Überhaupt keine Frage. Wer so spielt, der hilft seiner Mannschaft nicht weiter, der schadet ihr. Sergio Busquets. Cesc Fabregas. Na, da muss der Ball besser kommen. Marchisio. Abate. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Da ist er draußen. Iniesta. Da treibt er den Ball weit vor. Montolivo. Und jetzt Jaccherini. Und jetzt Xavi. Xavi hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Und jetzt Marchisio. Das war in der Tat Foulspiel und deshalb gibt es den Freistoß. Und der Rückpass ins Zentrum. Das kostet Kraft. Der Ball ist im Aus. Auf der Bank tut sich was. Ich denke, wir werden gleich den Wechsel sehen. Keine Tore bisher in dieser Partie. Jetzt der erste Wechsel. Mal sehen, ob das für eine Belebung dieses Spiels sorgt. Er treibt den Ball durch. Langer Pass vor. Und jetzt Cesc Fabregas. Langer Ball in den freien Raum. Er bringt die Hände an den Ball. Die erste Ecke kommt von Kopfball. Da wackelt's im Gebälk. So knapp. Iniesta. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Er hat jetzt nur den Gegner getroffen und das ist dann Freistoß. Balotelli. Das Tackling wurde als unfair bewertet. Freistoß. Xavi. Soldado spielt das Ding lang. Iniesta. Nee, der Ball ist weg. Ein langer Lauf Richtung Tor. Stark gemacht. Der Konter läuft. Der ist schön durchgekommen. Cesc Fabregas. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Oder ist der Ballverlust? Durch zu Pedro. Pedro schießt. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Der Schlusspfiff geht im...